Hallo Leute, hier ist wieder euer Lime and Beast. Herzlich willkommen zum nächsten Video Ligurien Teil 2. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 gesehen. Im Teil 2 haben wir so ein bisschen vier Blöcke gemacht. Und zwar immer so der Tag, wo wir dann quasi die Sachen unternommen haben. Unsere Tagesausflüge. Genau, unsere Tagesausflüge. Immer so als Block. Anfang tun wir mit dem Lago di Osiglia. Das ist so der erste Tag, das war der Dienstag, Tag 4 von unserem Urlaub. Tag 5 wird dann die Tour von Finale Ligure bis nach Monaco sein. Tag 6, also der dritte Teil, wird dann unser Whale Watching sein. Da auch meine Bandana. Deswegen habe ich die auf. Und ganz zum Schluss machen wir dann noch, freitags waren wir dann noch im Libellenwald. Auch hier haben wir ganz kurze Ausschnitte und wir hoffen, ihr habt Spaß, bleibt dran, mal ein bisschen andere Art von Video mit hier unserer Aufnahme und dann immer wieder unsere Blöcke, zwischendrin sagen wir dann immer wieder was und anfangen tun wir jetzt mit dem Lago di Osiglia. Spatz, was gibt es da zu sagen? Giacchini. Bei Giacchini. Das war ein ganz, ganz toller Ausflug, also ins Landesinnere ist der gelegen, das muss man sagen. Wunderschön zu fahren, auch für ein Motorrad auf jeden Fall. Wir waren im Auto und haben dort eine ganz, ganz tolle Bar entdeckt. Und da haben wir uns relativ lang aufgehalten. Ja, richtig. Leider war ein bisschen wenig Wasser im See. Das sehen wir jetzt. Also, dann würde ich sagen, fangen wir an. Nicht so viel babbeln. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr konntet schon mal ein bisschen was genießen, ja, also die Aufnahmen genießen, vor allem auch die Luftaufnahmen. Jetzt kommen wir zu Teil 2 bzw. Block 2, unsere Tour von Finale Ligure bis nach Monaco runter. Da sind wir durch, um mal die größten Städtchen zu nennen. Imperia, San Remo, denke ich mal jedem im Begriff. Dann sind wir durch Mentone gefahren. Sehr faszinierende Stadt, bis letztendlich dann Monaco. Und jetzt würde ich sagen, genießt die Aufnahmen, die Fahrausschnitte und wir hören uns kurz vor Frankreich wieder. Viel Spaß!
sind wir in Frankreich, in der France, jetzt kommen wir nach Frankreich. In Französien, habe ich als Kind immer gesagt, Französien, meine Mutter hat sie immer weggeschmissen. Ja. So, jetzt fahren wir nach Frankreich rein, Menton, ja, also am Anfang. Beeindruckend, also ich muss schon sagen, man hat aber direkt gemerkt, an der Grenze, Grenzübergang, dass man in einem anderen Land ist. Es war Wahnsinn, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie so zwei Welten auf einmal, oder nicht? Also richtig krass, ja. Also ja. Italien denn und Ligurien und dann quasi ab der Grenze hat man sofort gemerkt, dass man im anderen Land ist. Sensationell, gleich nach dem Grenzübergang. Aber dieses Menton, ich hatte am Anfang gedacht, wir sind schon in Monaco. Ja. Wahnsinn, man sieht es nicht ganz so gut, wie prunkvoll diese Hotels dort schon sind in Menton. Ja. Aber wir hatten Wahnsinn. Uns wirklich wie in Monaco schon gefühlt. Ja. Ja. Und dann geht es natürlich weiter nach Monaco. Es gibt ja 1000 Abfahrten nach Monaco, was ich nicht wusste. Schaut es euch an, also Monaco war total beeindruckend, aber zum Durchfahren nachher letztendlich sehr, sehr anstrengend. Mühsam, ja. Mit cooler Musik, schaut euch die folgenden Szenen an. Viel Spaß! I like what I'm seeing. Now we up, they agreeing. Play full, yeah, we eating. Now you can't ignore this feeling when you got it from him seeing. Why these niggas built in? You find love, why you cheating? She know that I'm never leaving. They won't beef, but they vegan. I don't know why they on that. Get a pack, then I roll that. She got ass, tell her throw that. Start her on, it's a throwback. Just a straight roll, I don't even pay tolls. The boy a genius, and I ain't talking yay, though. Been a living legend since I was like a day old. I remember days, though, listening to J. Cole. I remember days, though, listening to Drake, though. Had to up my profile, had to up my payroll. Getting too high, yeah, you know I had to lay low. Getting too fried, eating on some fucking big dough. Yeah, I came through, and you know I had to make do. Yeah, I came through, and you know I had to make do. Getting all these dollars, yeah, you know I had to make them. Yeah, I came through, yeah, you know I. Jetzt haben wir unsere Tour hinter uns. Ne? Waren so um die 130 Kilometer und wir waren den ganzen Tag unterwegs, kann ich nur sagen. Eigentlich wollten wir noch bis Nizza fahren, das haben wir uns dann aber verknüpft. Wir waren fix und alle nach Monaco. Wir wollten auch noch an den Hafen Monaco runter. Könnt ihr vergessen, dort unten ist voller Infarkt. Also was da auf der Straße los ist, ist schon der Hammer. Ja? Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen die Tour auch genossen. Ja? Es sind wirklich tolle Aufnahmen und ich kann es jedem empfehlen. Ja. Das Einzige, was ein bisschen mühsam ist, ist so durch diese Städtchen durchfahren, wenn man an der Küste und entlang fährt. Aber es war wirklich, wirklich super. Ja? Jetzt kommen wir zum nächsten Teil oder nächsten Block, Whale-Watching. Ja? Da kam mein Spatz ja drauf, Whale-Watching. Wir wollten mal die Wale sehen. Ja, ja, mal was anderes. Komm, nicht immer nur auf dem Land. Wir gehen mal aufs Wasser. Aufs Wasser. Whale-Watching. 4 Stunden auf dem Wasser bei praller Sonne, 36 Grad oder 35 Grad. Mein Spatz hat dann auch leicht einen Sonnenstich gekriegt. Ja, ne? Ja. Es war dann gar nicht so witzig denn danach. Aber Leute, man bekommt auch das Geld nicht zurück, aber man kann denn die nächste Tour kriegt man, glaube ich, um die Hälfte, so, wenn man keine Wale sehen sollte oder Delfine oder auch Schildkröten. Wir hatten wirklich Glück, aber man braucht sehr viel Geduld und es zermürbt dann irgendwann auch auf dem Wasser draußen. Ja. Da waren dann oben auch Mädels mit dem Fernglas gestanden, haben geschaut, ob die Wale rauskommen. Und dann ist der schnell mit dem Boot dorthin gefahren. Ja. Und wir hatten echt Glück, wir haben einige gesehen, eher ein bisschen oder eher Jungtiere. Aber trotzdem.
Es hat, glaube ich, 90 Euro für zwei Personen oder 45 für die vier Stunden. Also da kann man wirklich nichts sagen. Vier Stunden, ja. Vier Stunden auf dem Wasser wirklich. War wirklich, wirklich toll. Und jetzt genießt die Aufnahmen, diese Tiere mal in ihrer wirklichen, in ihrer eigentlichen Umgebung zu erleben. Das war schon sensationell und hat uns riesig Spaß gemacht. Ja. Also genießt die Aufnahme, wir sehen uns gleich wieder. So, auf dem Weg zu unserem Boot. Wir sind gespannt. Jack is back from his boat tour. Und was hast du gesehen? Wale, Schildkröten, alles. Kannst du vielleicht auch mal in die Kamera gucken? Und? Habt ihr es auch gesehen? Ja, manchmal muss man ein bisschen. Unsere Fische, ja. Unsere Diskus. Ja, also ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was von der Atmosphäre dort mitnehmen bei diesem Whale-Watching. Also das war schon wirklich Wale. Sehr, sehr beeindruckend. Wale. Schildkröten. Schildkröten. Guck mal in die Kamera. Nein. Sollte ein bisschen witzig sein, ne? Ja, also ich hoffe, ihr seid noch dran und habt nicht abgeschaltet. Ja? Wenn ja, jetzt kommen wir zum letzten Block oder zum letzten Tag. Das war dann der Freitag. Da waren wir dann noch im Libellenwald. Cascata del Libello. Cascata del Libello. Ja, du bist der Italiener. Ja. Sehr gut, ja. Aussprache habe ich noch ein bisschen. Da haben wir eine spannende Auf- und Abfahrt letztendlich denn gehabt. Mein Spatz hat den kürzesten Weg rausgesucht. Die sind 1000 Tote gestorben. Ja, die Hinfahrt zum Libellenwald war noch okay. Super. Und der Libellenwald empfehlenswert. Gut, toll. Nicht mit Kinderwagen, das geht halt nicht. Man muss zu Fuß hinlaufen zu diesem Wasserfall. Man muss über Steine klettern. Man muss ständig auch diesen Bach überqueren. Mhm. Also mit Kinderwagen nicht möglich. So, und dann wollte man natürlich, oder ich wollte noch zum weiteren Ausflugsziel und habe die kürzeste Straße gewählt, die Via Melocno. Die Via Melocno war ein Reinfall, weil ich habe dann mit dem Auto auf dem Bürgersteig aufgesetzt. Mir sind 1000 Tote gestorben, aber ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen. Also es war wirklich schön. Die Libellen sind sehr, sehr zutraulich. Ja. Man sieht jetzt auch gleich, die landen ja auch auf dem Kopf und so weiter. Also wirklich toll, das mal mitzuerleben. Ja. Da war dann auch noch ein kleiner Wasserfall dort unten. Leider haben wir es dann nicht aufgenommen per Video. Aber wir sehen so ein paar kleine Ausschnitte jetzt, ja, und sehen uns dann gleich zum Auto. Zu Cascata della Libella. Muss der Schatz jetzt hier rüber? Die Wasserbrücke. Ja, Schatz, du kannst ja deine Schuhe ausziehen, kannst durchs Wasser warten. Hey! So, mein Spatz noch hier auf Erkundungstour. Oh! Jetzt bist du aber den Felsen hochgegangen. Wow!
wieder zurück. So, das war leider schon unser Ligurien-Video Teil 2. Schaut auch in Teil 1 rein. Ja, da waren dann quasi die ersten Tage mit unserer Ausflüge, haben wir hiermit aufgenommen. Da sind wir Richtung Genua, die andere Richtung an der Küste entlang. Also schaut da auch mal rein. Ist wirklich auch richtig toll geworden. Ja. So, jetzt hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr die Highlights wenigstens mitnehmen konnt und vielleicht auch Inspiration für euren nächsten Urlaub bekommen habt. Ligurien, auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Können wir nur wärmstens empfehlen. Tolles Land, tolle Region und auch das Landesinnere. Ja, wir haben es leider mit dem Auto denn gefahren, aber super, super, super. Also sehr beeindruckend. Ja. Und wären wir noch länger da gewesen, wir waren eine Woche, dann wären wir auch noch mal mit dem Motorrad ins Landesinnere gefahren. Ja. Gut, in diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen an Inspiration vielleicht. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und denkt immer dran, immer oben bleiben. Bye, bye. Bye, bye.